Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start am Boombitch Samstag. Und das ist das erste Video, das vorproduziert ist. Das heißt, Heaven ist gerade im Urlaub, chillt am Strand und wir müssen mit Kriegern nochmal ganz klassisch Alt-Dr. T besiegen. Ja, wir haben schon lange nicht mehr nur mit Kriegern ihn angegriffen. Es wird Zeit, nochmal unsere Krieger-Power auszupacken. Und Dr. T zu vernichten. Sollen wir irgendwas boosten? Ich weiß gar nicht. Sollen wir. Machen wir einfach Kanonenbootenergie und Truppenschaden. Ich denke, das dürfte reichen. Machen wir einfach mal Dr. T kaputt und schauen, wie seine Base heute aussieht. So, zwei Sachen, die ihr wissen müsst. Oder drei, ja? Drei Sachen. Als erstes, es gibt keine Frage des Tages bei den vorproduzierten Videos. Das würde den Rahmen sprengen. Und. Draußen regnet es. Nein. Die Videos werden kürzer sein. Und wenn ein neues Update-Event oder sonstiges in der Zwischenzeit rausgekommen ist, kann ich das natürlich nicht zeigen, sondern erst, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin. Das sind Videos, die sind für euch dann wahrscheinlich 2 bis 3 bis 4 Wochen alt, beziehungsweise so lange vorproduziert. Wenn sich in der Zwischenzeit bei meiner Base was verändert hat, also zum Beispiel Ladungsboot, neues Max oder irgendeine Abwehranlage weiter aufgewertet, dann ist das logisch. Also nicht wundern, ich komme gerade aus der Vergangenheit, ja. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber ist ganz lustig. Es ist auch irgendwie merkwürdig, so, hey, das Video geht 10 Minuten und ich so, okay, das war's. Und ich so, was, 10 Minuten? Anders geht's leider nicht. Ich habe andere Videos leider aufgenommen, die dann doch wieder eine halbe Stunde oder so gehen. Das heißt, es ist sehr viel Arbeit, die alle vor dem Urlaub noch fertig zu schneiden und hochzuladen. Das Ding ist, kein Problem, ja, aber. Also, wenn es nur die Videos wären, aber es sind ja auch noch die normalen Videos, ja. Ich nehme ja nicht nur die Videos für den Urlaub auf und schneide die dann und render die und lade die hoch, sondern die normalen Videos, die ich sowieso jeden Tag mache, kommen ja auch noch dazu, ja. Und das ist dann schon ziemlich viel Stuff. Aber ich mache es sehr gern für euch, damit jeden Tag ein Video da ist oder jeden Tag die normalen 2 Videos. Ohne wäre das auch irgendwie schade. Ich könnte nicht meinen Channel 2 Wochen da tot liegen lassen. So, Phase 4, es wird ein bisschen schwieriger. Wir machen jetzt mal die Boom-Mine da kaputt und benutzen Smoky Smoke Smoke. Im Urlaub werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen was aufnehmen. Hab ja meine Cam, vielleicht mache ich so Vlogs oder zeig mal, wo ich bin und was es da alles gibt. Vielleicht kann ich das auch ein bisschen mit Pokémon Go mischen. Das Ding ist nur, ich habe nur im Apartment WLAN und draußen ist natürlich dann, naja, französisches Netz, da kann ich dann kein Pokémon Go spielen. Schade, leider, ich hätte zu gern am Strand Pokémon Go gespielt. Ich weiß, ich habe dumm geschockt, anstatt den Schockwerfer habe ich die Boomkanonen geschockt. Aber ich wollte einfach keinen Krieger verlieren und wir haben mit den Minirobotern die Schockwerfer sehr gut abgelenkt. Also. Naja, merkt euch einfach nur, die Videos sind ein bisschen kürzer. Seid nicht traurig. Besser ein kurzes als gar kein Video, oder? So, next stop. Phase Nummer 5. Okay. Wir laufen einmal nach rechts zu dem hier, also zu dieser Kiste hier, zu diesem Mörser. Und die Boom-Minen interessieren uns eigentlich gar nicht. Das sollte eigentlich easy zu schaffen sein. Zack, einmal nach hier. Und dann laufen wir einmal nach hier oben. Bam, bam, bam. Ist okay. Ja, wir sind 1 Sekunde aus dem Smoke, werden aber nicht von der Boomkanone getroffen. Sehr gut gedacht, Heaven, und sehr gut umgesetzt. Ich bin so stolz auf mich. Quatsch. Nein, Pokémon Go macht mir unglaublich viel Spaß. Das Problem war, oder ist, ich war eben draußen, wollte wieder Pokémon fangen, wollte vielleicht sogar was aufnehmen. Was ist Server down? Und das ist so mies. Ich kam erst ganz normal rein und dann sind 2 Pokémon aufgetaucht, also nacheinander, ja, erst das und 5 Minuten später das andere. Und ich hab's gefangen und dann lag der Ball da am Boden und es hat sich so aufgehangen. Ja, also es hing dann und ich hab's Pokémon nicht bekommen. Ja, und dann 10 Minuten später ging der Pokéstop nicht mehr. Da stand dann, bitte versuchen Sie es später erneut. Also ich habe den nicht angeklickt, der war noch nicht von mir aktiviert. Bitte versuchen Sie es später erneut. Und dann habe ich einfach das Spiel neu gestartet und dann kam ich gar nicht mehr rein. Da stand, wollen die Anmelde-ID klappt nicht, wollen sich mit einem anderen Account anmelden. Und dann, ja, ging es doch. Aber dann ging der Ladebalken nicht weiter. Das war irgendwie blöd.
Naja, Game of Thrones ist trotzdem nach wie vor meine Favorite-Serie momentan. Wahrscheinlich gerade im Urlaub, wenn ich da gerade am Pool liege, lese ich Game of Thrones. Ich schaue die Serie, also ich habe ja damit letztens angefangen, und ich habe mir für den Urlaub auch die Bücher bestellt. Also ich habe ein Buch von Game of Thrones und dann habe ich noch ein anderes Buch von Game of Thrones. Das ist so ein, das klingt jetzt voll doof, ein Bilderband. Ja, aber es ist kein Bilderbuch, ja, es ist quasi so ein ganz dickes, gebundenes Buch, und da ist dann die Vorgeschichte von Game of Thrones dann, also wie die Länder da entstanden sind, wie die Häuser da entstanden sind, was es mit den Kreaturen da auf sich hat und alles so total toll erklärt und mit schönen Bildern. Also es ist natürlich Text, aber dann hat man auch so Artwork, nenne ich das jetzt einfach mal. So, what the fuck, wir sind schon bei Phase 7, das ging aber schnell. Holy shit, so ein kurzes Video, das passt so absolut gar nicht zu mir, ich weiß, aber okay. Naja, haben wir ein bisschen gequatscht, oder? Konnte ich euch ein bisschen von eurem stressigen Alltag ablenken? Ich hoffe schon, ja. Chillt einfach mal, ist wichtig. Ich habe in letzter Phase sehr viel Stress gehabt. Oh, es ist unerträglich gerade. Aber ist okay, ist okay. Es ist einfach total viel, so wie viele Videos? 27 Videos im Voraus aufzunehmen, neben den normalen Videos. Also ist ja nicht so, 27 Videos gut verteilt zu halten auf ein paar Tage, Wochen und dann hast du sie fertig. Nein, ich muss ja die normalen Videos aufnehmen. Ja, alle normalen Videos, das sind ja meistens 2 pro Tag. Und dann kommen jetzt noch die neuen dazu. Und dann muss ich ja die normalen Videos schneiden. Und die muss ich ja auch schon schneiden. Und ich muss die dann auch noch rendern. Das mache ich über nachts. Aber dann muss mein Laptop die ganze Zeit an sein. Und dann muss ich die ja alle noch hochladen, ja. Also ich muss alle Videos hochgeladen haben, bevor ich fahre. Alle mit Datum eingestellt. Das kann man so oft planen bei YouTube. Also dass die an einem bestimmten Datum dann hochgeladen werden. Zu einer bestimmten Uhrzeit. Aber vorher müssen die ja komplett fertig sein. Und wir müssen auch, also ich muss dann auch das Thumbnail erstellen und so. Wir haben es geschafft, easy. Das war mehr als einfach. Naja, hat gut geklappt, oder? Können wir irgendwas hier machen, hier im Bildhauer? Oh, ein Meisterwerk, sehr gut. Wie sieht's mit den Booten aus? Warte, das will ich jetzt ganz kurz gucken. Wie sieht's hiermit aus? Ah, fehlt noch einiges. Naja, okay. Nach dem Urlaub sind die Boote vielleicht ein bisschen aufgewertet. Ich werde nicht wirklich viel spielen. Ich denke, das ist verständlich, dass man im Urlaub eher andere Sachen macht als spielen. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es ein sehr kurzes Video war. Nochmal klassisch, alte Krieger gegen Dr. Terror. Und war easy, hä? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns im nächsten Boom-Bitch-Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.